herzlich willkommen zur Verleihung der deutschen Big Brother Awards hier in der Hechelei in Bielefeld und herzlich willkommen auch da draußen am Internetstream. Ja, von Jahr zu Jahr ist zu beobachten, wie sich Datenschutz und Überwachung vom absoluten Randthema in den Zeitungen vor 10 Jahren noch jedes Jahr weiter nach vorne arbeiten, inzwischen regelmäßige Seite-1-Themen sind. Ohne die Hartnäckigkeit der Big Brother Awards-Aktivisten hätte es sicher noch eine ganze Weile länger gedauert, bis sich die Verantwortlichen, aber auch die breite Bevölkerung bewusst geworden wäre, dass es natürlich ein Thema ist, das uns alle betrifft, und zwar jeden Tag etwas mehr. Es gibt allerdings auch immer noch ein paar Menschen, die der Meinung sind, wer keine Online-Durchsuchung will, der soll auch einfach nicht aufmachen. Es gibt also noch viel, viel Aufklärungsarbeit. Fangen wir am besten gleich an mit der Kategorie 1, Behörden und Verwaltung. Die Laudatio hält Sönke Hilbrands von der Deutschen Vereinigung für Datenschutz, kurz DVD. Herzlich willkommen, Sönke. Herzlichen Dank, Andreas Neibold, für die Einführung. Meine Damen und Herren, der Big Brother Award 2012 in der Kategorie Behörden und Verwaltung geht an den sächsischen Staatsminister des Innern, Herrn Markus Ulbich, für 28 Funkzellen in Dresden. Meine Damen und Herren, der ursprüngliche Anlass für unseren Preis liegt schon über ein Jahr zurück. Und hätten wir im vergangenen Jahr schon davon gewusst, dann stände die schöne Preisfigur schon seit einem Jahr im schönen Dresden. Aber der Skandal aus dem Februar 2011 sickerte erst ab dem Sommer vergangenen Jahres tröpfchenweise durch in die Öffentlichkeit und er ist auch bis heute nicht beendet. Beginnen wir mit dem Anfang. Am 19. Februar 2011 demonstrierten 20.000 Menschen in Dresden gegen den jährlichen Nazi-Aufmarsch. Die Polizei unseres Preisträgers ermittelte nach dieser Demonstration gegen 23 zeitlich eingrenzbaren Straftaten an 14 lokalisierten Tatorten. Auf Anregung der Kriminalpolizei und des Sächsischen Landeskriminalamtes beantragte die Staatsanwaltschaft Dresden bei dem Amtsgericht daraufhin die Herausgabe von Mobilfunkverbindungsdaten in massenhaftem Umfang. Bald darauf geriet ein ganzer Datenberg ins Rutschen. Für das Sächsische Landeskriminalamt wurden die Funkzellendaten von 3 Standorten im Raum Dresden gleich für mehrere Stunden angefordert. Dazu wollte man für das gesamte Gebiet der südlichen Dresdner Innenstadt, wo die Demonstrationen stattgefunden hatten, die Verbindungsdaten für ganze 12 Stunden und schließlich für die Umgebung eines Hauses, in dem sich ein Jugendzentrum, Parteibüros und eine Rechtsanwaltskanzlei befinden, die Verbindungsdaten sogar für satte 48 Stunden. Darauf übermittelten die Mobilfunkprovider sage und schreibe 1.007.702 Datensätze zu 323.503 Rufnummern an die Ermittlungsbehörden. Das Ganze blieb nicht lange verborgen, denn schon im Sommer 2011 tauchten die erhobenen Daten dort auf, wo sie gar nicht hingehörten, nämlich in Ermittlungen, für die man ganz sicher keine Funkzellenabfrage genehmigt bekommen hätte. Erstaunte Betroffene bekamen nun zu lesen, dass sie auf den Demonstrationen zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort gewesen waren. Das warf Fragen auf. Die hektisch um Antwort ringende Staatsregierung mochte zunächst nur zugeben, dass ca. 460 Bestandsdaten ermittelt worden seien. Aber spätestens im Juli 2011 war schon von 40.732 der betroffenen Anschlussinhaberinnen und Anschlussinhaber identifiziert. Bis zum Jahresende war sogar von über 55.000 Identifizierungen von Demonstrationsteilnehmenden die Rede. Immer weiter wuchs auch die Zahl der zugegebenen Verbindungsdatensätze. Auf dem Stand vom 23. November 2011 waren es bereits 1.760.433. Diese Zahlen sind allergrößtenteils am 19. Februar 2011 von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends in einem Gebiet erhoben worden, in dem sich Hunderttausende Einwohnerinnen und Einwohner und nach polizeilicher Schätzung etwa 20.000 Demonstrantinnen und Demonstranten und außerdem 6.642 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aufgehalten haben. So etwas nennt man einen Datentsunami und nicht umsonst war anschließend von dem sächsischen Fukushima die Rede. Was sollte das Ganze? Der kleinste Teil der betroffenen Daten wurde angefordert, um konkrete Straftaten aufzuklären. Die ganz große Masse der Daten sollte vielmehr genutzt werden, um gegen mutmaßliche Mitglieder einer zahlenmäßig wohl eher überschaubaren, mutmaßlichen kriminellen Vereinigung zu ermitteln. Welchen Sinn macht es, eine vielleicht 1 oder 2 Dutzend Leute große Gruppe aus mehr als 1 Million Datensätzen herausfiltern zu wollen? Die sächsische Polizei, deren oberster Dienstherr der Preisträger ist,
hatte offenbar den Ehrgeiz, die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen zu suchen. Doch leider, Herr Ulbich, suchen Ihre Kriminalisten nicht in einem Heuhaufen, sondern in den durch das Telekommunikationsgeheimnis besonders geschützten privaten Kommunikationsdaten zigtausender Bürgerinnen und Bürger. Und die hielten sich überwiegend nicht zum Spaß in der Dresdner Innenstadt auf, sondern weil sie dort leben und arbeiten. Besonders pikant wird die Sache auch dadurch, dass daneben zigtausende ein ganz besonderes Anliegen hatten, nämlich von ihrem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit Gebrauch zu machen, um damit ein zentrales gesellschaftliches Anliegen und ihre Abscheu vor frei herumlaufenden Neonazis zum Ausdruck zu bringen. Die sächsische Polizei des Preisträgers hat sich im Vorbeigehen die Mobilfunkdaten einer ganzen Großdemonstration verschafft und kann jetzt auswerten, wer war dabei, von wann bis wann, wo, mit wem hat wer telefoniert, wie und in welchen Gruppen hat sich wer bewegt. Das, was die sächsische Polizei mit der Funkzellenabfrage erreicht hat, ist nichts anderes als eine spontane Vorratsdatenspeicherung. Hatte das Bundesverfassungsgericht nicht gerade ein Jahr zuvor die gesetzliche Regelung der Vorratsdatenspeicherung verworfen? Der sächsische Datenschutzbeauftragte, sowas wie die Stimme der Vernunft im Lande, musste bei seiner Überprüfung erschüttert feststellen, dass man sich über die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme offenbar keine Gedanken gemacht hat. Unser Preisträger ist kein Mann aus dem Sicherheitsapparat, sondern ein Mann der Verwaltung. Er schmückt sich auf seiner Website damit, dass er aus der Region stammt und Oberbürgermeister einer örtlichen Kreisstadt war, mit dem Ohr nah am Herz der Menschen in dieser Region. Gleichwohl ließ er es an Bodenständigkeit und Augenmaß leider fehlen und verteidigte zäh die Maßnahme seiner Beamten. Damit bescherte er dem Freistaat übrigens eine unwürdige Debatte, in der sich auch erwies, dass der Datenwahnsinn Komplizen hat. So meinte der Preisträger, dass seinen Beamten kein Vorwurf zu machen sei, da die Funkzellenabfragen ja von Staatsanwälten beantragt und von Richtern genehmigt worden seien. Die Richter und Staatsanwälte, auf die so die Verantwortung abgeschoben werden sollte, meinten ihrerseits, dass sie sich auch von Datenschützern keine Kritik fallen lassen müssten. Und so wurde der schwarze Peter zum Wanderpokal und die Daten sind bis heute nicht gelöscht. Zu Lasten unseres Preisträgers geht daher auch, dass er und seine Komplizen es in den letzten 14 Monaten an jeglicher Einsicht haben fehlen lassen. Bis zuletzt werden weiter Anschlussinhaber ermittelt und bis zuletzt wartet die Masse der Betroffenen darauf und muss sich damit einrichten, dass sie in den großen Fahndungsstaubsauger geraten sind und nie davon erfahren sollen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Staatsminister Martus Ulbich.